So, jetzt ist die nächste Idee, dass wir mal so ein einfaches RC-Glied, was würde diese Schaltung im Sinne der EMV für eine Funktion erfüllen oder auch im Sinne der Signalverarbeitung? Tiefpassfilter, ja. So, jetzt nehmen wir mal diesen Tiefpassfilter und wir hätten gern am Eingang dieses Tiefpassfilters jetzt genau diesen rechteckigen Puls und wir würden dann gern ausrechnen, was kommt denn am Ausgang des Tiefpasses raus. So, und ich speichere mal das hier noch einmal kurz als Aufgabe 5 und mache mal ein neues Blättchen noch auf. Ja, genau. Und ich meine, das ist natürlich, das ist, ne, also MATLAB, wenn die Syntax einfach nicht stimmt, dann. Ja, das ist noch früher morgen. Genau. Ich bin heute extra deshalb schon die entscheidende Viertelstunde früher aufgestanden. So, also wir wollen am Eingang jetzt genau diesen Rechteckpuls haben und uns interessiert, was kommt hier am Ausgang raus. So, und jetzt ist im Endeffekt die Idee, das mal einmal exakt zu rechnen. Hallo, hallo. Ja, nicht übers Kabel fallen. So, also einmal im Zeitbereich rechnen ganz exakt und dann jetzt das mal irgendwie noch mit dieser FFT-Geschichte zu machen und das im Frequenzbereich zu machen. So, wie machen wir das im Zeitbereich? Ciao, ciao. Wie kriegen wir jetzt irgendwie im Zeitbereich raus, U2 von t ist gleich? Also ich meine, hier U1 von t ist unser Rechteckpuls. Wir wollen jetzt wissen, wie groß ist das da? Genau, wir müssen Differentialgleichung aufstellen, Differentialgleichung lösen. So, wie stellen wir Differentialgleichung auf? Maschensatz, Knotensatz, also Sie sagen, U1 von t soll mal so groß sein wie UR von t plus U2 von t. So, haben wir einen Maschensatz. So, als Knotensatz können wir nehmen, wenn die Schaltung hier hinten am Ausgang offen ist, dann ist der Strom IR genauso groß wie der Strom IC. Richtig. IR von t, IC von t. So, was brauchen wir noch außer Knotensatz und Maschensatz? Wir brauchen die UI-Beziehung an den Bauelementen. So, und die lauten am Widerstand wie? UR von t ist R mal I von t oder IR von t oder ich schreibe es jetzt mal so auf. So, und die kann ich natürlich auch irgendwie umstellen und kann schreiben, das wäre IR von t ist UR von t durch R. So, und an der Kapazität gilt. Genau, IC von t ist C mal DUC und das UC ist in unserem Fall das U2 nach DT. Also wenn sich die Spannung ändert an der Kapazität, dann fließt ein Strom. Ja? So, und jetzt kann man hier irgendwie scharf draufschauen und kann sagen, naja, wir haben jetzt 1, 2, das hier ist ja praktisch die gleiche Gleichung, bloß umgestellt 3, 4 Gleichungen. Und wir haben auch vier Unbekannte, nämlich die beiden Ströme und die beiden Spannungen. Die Spannung U1 kennen wir ja, das ist ja unsere Quelle. So, also ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen, vier Unbekannten könnte funktionieren, dass man das lösen kann. Jetzt ist die nächste Aufgabe, die vor uns steht. Das ineinander einsetzen und eine Gleichung mit einer Unbekannten draus bauen. So, wenn man jetzt so mit seinem scharfen mathematischen Blick draufschaut, was bietet sich wahrscheinlich an. Also ich würde jetzt die beiden Is einfach in den Knotensatz einsetzen. Ne? Dann steht da UR
von t durch r ist gleich c mal du2 von t nach dt. So, dann haben wir schon mal nur noch eine Gleichung mit, naja, sozusagen mit zwei Unbekannten, dummerweise. Irgendwie müssen wir noch da eine Unbekannte loswerden. Aber wir haben jetzt praktisch gedanklich, ne, diese Gleichung haben wir abgehakt, diese Gleichung haben wir abgehakt, diese Gleichung haben wir abgehakt. Hier oben, die fehlt uns noch. Ja, und wenn wir die jetzt mal nach UR umstellen, dann kommt ja hier raus, UR von T ist U1 von T minus U2 von T. Und die jetzt genau hier unten einsetzen und vielleicht mal noch das R darüber holen. Also ne, das R bringe ich mit auf die Seite und jetzt nehmen wir eben den Spaß und setzen den hier ein. Und vorher haben wir, naja, die beiden Sachen da eingesetzt, wir haben jetzt keine weiteren Pfeile. So, dann kommt hier raus U1 von T minus U2 von T. Das minus U2 von T hole ich gleich mal auf die andere Seite. U2 von T plus R mal C mal du2 von T nach dt. Und siehe da, da haben wir jetzt unsere Differentialgleichung, erste Ordnung mit konstanten Koeffizienten, linear, ganz wunderbar, allerdings dummerweise inhomogen, weil gibt es ja eine rechte Seite hier oder sozusagen eine linke Seite, jetzt so wie ich sie geschrieben habe. So, jetzt die nächste Frage, wie lösen wir diese Differentialgleichung? Genau. Genau, also wir schreiben jetzt die homogene Differentialgleichung hin, dann schauen wir da scharf drauf und sagen, naja, wenn die Funktion an sich und die erste Ableitung der Funktion, wenn die zusammen immer 0 ergeben sollen, dann müssen die ja irgendwie gleich sein. Bei welcher Funktion ist das so, dass die Funktion an sich und die erste Ableitung gleich ist? Bei der e-Funktion, so, und wenn ich jetzt e hoch t hinschreibe, eine e-Funktion, die von der Zeit abhängt, warum funktioniert das nicht? Noch nicht? Da fehlt noch ein Faktor, und zwar wo? Oben. Den Faktor nenne ich mal Lambda. Und dann würde ich sagen, es reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch einen Faktor, wir brauchen noch einen Faktor davor, den nennen wir k. So, und warum brauchen wir ganz unbedingt irgendwie diese Faktoren? Ja, sonst können die ja nicht gleich sein. Naja, genau. Also irgendwie müssen wir mit den Faktoren das schaffen, die Funktion so anzupassen. So, und wie genau passen jetzt diese Faktoren die Funktion an? Ja, also das, wenn ich jetzt so einen Faktor wie das k direkt vor die Funktion schreibe, was macht das mit der Funktion? Das ändert die Amplitude, das staucht und streckt die Funktion in vertikale Richtung. Wenn ich jetzt einen Faktor direkt vor das Argument der Funktion schreibe, staucht und streckt das die Funktion in horizontaler Richtung. Also die Faktoren sind total gut, um die Funktion in die Richtung und in die Richtung zu skalieren. Ja, so. Und gibt noch einen zweiten, nicht unerheblichen Grund, warum man ganz unbedingt diese Funktionen braucht, diese Faktoren braucht? Für die Vorzeichen? Ja, also klar, die Faktoren können auch ein negatives Vorzeichen haben. Also und für das Vorzeichen, weil hier steht ja, also irgendwie muss die Ableitung ja negativ sein, damit die sich aufheben können. Also irgendwo muss wahrscheinlich das Lambda negativ sein, damit dieses negative Vorzeichen reinkommt. Ne? Aber es gibt noch einen Grund, warum ich ganz unbedingt hier oben Lambda brauche und da vorne k. Für die Einheiten? Für die Einheiten, ja. Also weil das t hat ja die Einheit der Zeit. Ich kann nicht e hoch t rechnen, das geht nicht. Ich kann nur e hoch eine Zahl rechnen. Also muss die Einheit von dem Lambda, die muss 1 durch Sekunde sein, damit sich da oben die Einheiten wegkickt. Und dann rechne ich e hoch was Einheitenloses und dann kommt was, das geht, und dann kommt was Einheitenloses raus.
Ich will ja aber eine Spannung haben, also muss das K mir ganz unbedingt die Einheit der Spannung geben, muss das K die Einheit Volt haben. So, und also das Schöne ist an der E-Funktion, jetzt kann ich natürlich einfach U-Punkt ausrechnen, ne, oder die erste Ableitung ausrechnen, konstanter Faktor, E-Funktion, abgeleitetes E-Funktion und innere Ableitung kommt dazu, ist das Lambda. So, und jetzt nehme ich das und setze das hier und dort ein. Und dann kommt daraus, 0 ist k mal e hoch Lambda t plus r mal c mal k mal e hoch Lambda t mal Lambda. So, und was kann man jetzt Schönes machen? Das e hoch Lambda t kürzen, weil das sollte ja nie 0 sein. Also weil das nie 0 ist, kann ich durch das kürzen und mit genau der gleichen Argumentation kann ich durch das k kürzen. Das k sollte auch nie 0 sein. Wenn das k 0 wäre, würde das zwar die Gleichung hier oben erfüllen, wäre aber eine triviale Lösung, wenn einfach steht 0 ist 0 plus 0. So. Und jetzt habe ich eben eine Gleichung, die kann ich nach dem Lambda umstellen. Dann kommt da raus, Lambda ist minus 1 durch RC. Und kenne schon mal das Lambda. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich, ja, was fehlt mir noch zum Glück? Mir fehlt noch das K. Wie kriege ich jetzt das K raus? Genau, also irgendwie mit einer Anfangsbedingung und für die Anfangsbedingung brauche ich noch eine, also das, was wir hier ausgerechnet haben, war ja die Lösung der homogenen Differentialgleichung. Jetzt brauche ich eigentlich noch die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung, also auch uneigentlich. So, und das ist die sogenannte partikuläre Lösung, schreibe ich mal U2P hin. Naja, und das ist jetzt schon ein bisschen trickreich. Wie kommt man auf die oder was ist immer ein guter Ansatz, eine gute Idee, sich diese partikuläre Lösung zu überlegen? Ja, sag mal nochmal. Störgliedansatz, was macht man da? Ja, also ich... Einfach gucken, was ist denn die Funktion und dann setze ich da irgendwie die allgemeine Funktion davon an. Ja, also ich kenne sowas mit Variation der Konstanten, ne? Also ich nehme jetzt diese Konstante... So, und ich meine, das Einfachste ist immer zu gucken, was macht denn die Funktion U2, wenn ich einfach lange abwarte, also wenn Zeit gegen unendlich geht. So, und das ist jetzt bei uns, deswegen sage ich das so ein bisschen trickreich, weil wir natürlich so einen Sprung hoch und einen Sprung runter haben. Also eigentlich wäre es schlau und viel einfacher, wenn wir nur so einen Sprung betrachten. Ja, wenn wir nur einen Sprung betrachten. Also wir gucken uns nur an, was machen die Schaltungen für einen Sprung hoch. Und wenn wir das verstanden haben, kriegen wir Sprung runter auch noch hin. So, und wenn ich Sprung hoch mache, was würde sich dann hier für das U2 von t für sehr lange Zeit einstellen? Genau, irgendwann, und irgendwann ist der Kondensator eben einfach auf diese Eingangsspannung aufgeladen. Also kommt da genau das U0 raus. Ja? So, und jetzt kann ich eben zusammenbasteln, also meine Lösung U2 von T wäre diese homogene Lösung, das ist K mal E hoch Lambda T plus diese partikuläre Lösung, das ist U0. So, und jetzt kommt noch unsere schöne Anfangsbedingung ins Spiel und die Anfangsbedingung sagte uns U2 von T gleich 0. Am Anfang wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn der Kondensator am Anfang leer ist. Ja. So, also sagen wir, am Anfang zum Zeitpunkt t gleich 0 soll diese Spannung bitte gleich 0 sein. Und wenn ich das jetzt mal einsetze, dann steht da ja k mal e hoch Lambda mal 0 plus U0. So, und e hoch 0... ist 1 und dann folgt daraus, dass das K, schreibe ich mal vielleicht hinten hin, also dann folgt daraus, und ich glaube, das ist jetzt hinter meinem Kamerabild verborgen im Stream, aber
ich erzähle es ja gerade auf der Tonspur, also dass das k minus u0 ist und dass unsere schlussendliche Funktion, die da jetzt rauskommt, ist u2 von t ist u0 mal 1 minus e hoch minus t durch rc. Ja, so klassische Funktion fürs Aufladen eines Kondensators. Und die haben wir jetzt ausgerechnet, kommt jetzt raus. Also da kommt ganz präzise eine E-Funktion raus. Die haben wir jetzt für das Aufladen. Ja, so. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie entladen. Da kommt nochmal eine zweite Formel bei raus. Die können wir uns aber im Prinzip gleich denken. Aber wir stellen fest, das ist ein super aufwendiger, super komplizierter Lösungs... Also, was heißt super aufwendig, super kompliziert? Aber also für die vergleichsweise einfache Schaltung und für die vergleichsweise einfache Anregung ist das ein sehr aufwendiger, schon ein recht aufwendiger Lösungsweg. Der hat den Vorteil, der ist super exakt. Also wir wissen jetzt genau, was da rauskommt, ja, aber es war irgendwie recht schwierig, dahin zu kommen. So, und also gibt es bis dahin erstmal für Fragen, bevor wir jetzt weitermachen? Also haben wir auch in GT, glaube ich, schon mal irgendwie. Ich war ja nicht dabei. Du warst ja nicht dabei. Aber das sollte einem zumindest aus irgendwie so ein bisschen Grundlagen Elektrotechnik. Aber manchmal ist das so am Ende des zweiten Semesters, husch husch, nicht mehr so viel Zeit, geht das so ein bisschen unter. Das wird jedes Jahr wiederholt, aber nach einem Jahr ist. Guckt man da immer wieder drauf und sagt. Ja. Also. Ich hätte noch eine Frage zu der E-Funktion. Man nimmt die jetzt eigentlich nur, weil man sagt, wir müssen unsere unsere Spannungsfunktion ableiten und wir brauchen was, was sich ableiten lässt. Genau, also wir, also letztendlich kann ich hier oben jetzt bei dieser Gleichung auch die Ableitung auf die andere Seite rüberholen. Das nennt man eine Trennung der Verinnerlichten. Also ich bringe oder und dann stelle ich sozusagen alle U's auf eine Seite, alle T's auf eine Seite. Das nennt man Trennung der Verinnerlichten. Und dann kann man im Prinzip darüber so irgendwie einmal integrieren und das so ein bisschen auflösen. Dann taucht da irgendwo so ein Logarithmus auf und eben wenn man den Logarithmus umstellt, dann taucht da wieder eine E-Funktion auf. Oder, also das wäre so der wirklich streng mathematische Ansatz, kommt man auf genau das Gleiche. Und ich meine, das, was wir jetzt gemacht haben, ist hier scharf draufschauen und zu sagen, okay, ne, die Funktion und die Ableitung der Funktion multipliziert mit irgendwie einem gewissen Faktor. Egal, was ich da für ein T einsetze, die sollen immer 0 sein. Also muss ja die Funktion, die erste Ableitung, irgendwie gleich sein, damit das so passieren kann. Und dann horcht man in sich rein und überlegt sich, bei welcher Funktion ist das denn so, dass die Funktion und die erste Ableitung der Funktion gleich ist? Ah ja, die E-Funktion. Okay. So. Und deshalb nehmen wir das hier als Ansatz, weil Ansatz ist genau der Euphemismus, den MathematikerInnen benutzen für: Wir schauen da scharf drauf, wir raten eine Lösung und wir zeigen, dass die geratene Lösung richtig ist. Das ist ein Ansatz. Das ist in der Vergangenheit gezeigt. So, genau, ja, so ein bisschen so. Ja. So, und dann kommt da eben diese E-Funktion raus und also die, und weil das eine Differentialgleichung erster Ordnung ist, dann muss ja auch die Funktion, die erste Ableitung gleich sein. Und das ist bei der E-Funktion, deswegen kommt eine E-Funktion als Lösung raus. Wenn man jetzt noch ein L hätte, zwei Speicherglieder, dann würde ich auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung kommen. Ja, dann kann man in sich reinhorchen und überlegen, bei welcher Funktion ist denn das so, dass die Funktion und die zweite Ableitung gleich ist. Ja, es ist bei Sinus- und Cosinus-Funktionen so, ne? Weil Sinus abgeleitet wird Cosinus, Cosinus abgeleitet ergibt wieder Sinus und dann ist die zweite Ableitung gleich. Und deshalb löst eine Sinus- und Cosinus-Funktion lösen eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und dann eventuell, wenn die Verluste hat, ist da auch nochmal ein E-Funktionsanteil drin. Na, und deshalb sind am Ende die E-Funktionen so wichtig, die E-Funktionen und die Winkelfunktionen so wichtig, weil sie diese Differentialgleichung erster und zweiter Ordnung lösen, die man eben recht häufig irgendwie hat in der Technik. So, jetzt ist die große Frage, das muss doch jetzt auch irgendwie einfacher gehen. Ja, irgendwie müssen wir das doch jetzt auch einfacher hinbekommen. Und jetzt nehme ich nochmal diese Schaltung hier und kopiere die nochmal. Und ich gucke mal hier ganz kurz. Aber ja, alles klippt nicht. So, also das muss doch jetzt auch irgendwie einfacher gehen als das, was wir hier gerechnet haben.
indem man jetzt im Frequenzbereich das Ganze macht. So. Und wie kann ich das jetzt im Frequenzbereich versuchen zu lösen? Wir können die Übertragungsfunktion aufstellen. Wir stellen die Übertragungsfunktion auf. Also wir hätten ganz gerne sowas wie U2 von Omega durch U1 von Omega. Also anstatt der Zeitfunktion hier denken wir uns jetzt komplexe Zeiger. Und aus dem R, das R bleibt ein R und aus dem C machen wir eben ein ZC und das ZC ist 1 durch J Omega C. Richtig? So, und wie stellen wir dann diese Übertragungsfunktion auf? Über einen Spannungsteiler und der sagt uns, genau, und dafür schreibe ich einfach ZC, weil ich faul bin. Genau, ZR plus ZC und anstatt ZR könnte ich auch einfach R schreiben, aber ich schreibe jetzt einfach ZC. So. Genau, und das ist im Prinzip ja schon der ganze Zauber. Damit sind wir schon fertig. Schaltung ist beschrieben. Ja? Die Schwierigkeit ist jetzt irgendwie mit diesen U-Omegas und so umzugehen. So, und das machen wir jetzt in unserem Skript hier. Ja? Also ich gehe jetzt mal zurück in das Skript und mache das mal vielleicht irgendwie so ein bisschen kleiner, sodass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Ungefähr so. So, und also wir haben jetzt ja ein U von Omega. Das ist ja im Prinzip unser U1 jetzt an der Stelle. Das soll unsere Anregung sein. Jetzt kann ich ja, oder ich schreibe mal hin. Also U1 von Omega, das ist jetzt das U von Omega. Das ist das, was wir da reingegeben haben. So, jetzt brauchen wir ein R. Da nehmen wir mal 1 oder vielleicht nehmen wir 0,5. Wieder wegen dieses Problems. Und C nehmen wir ein Mikrofarad. Mikro sind C noch minus 6. Jetzt bauen wir uns schon mal dieses ZC zusammen. ZC sind 1 durch J mal Omega mal C. Ja, und ich habe wieder dieses Punkt durchgeschrieben, damit das funktioniert. So, jetzt können wir uns diese Übertragungsfunktion bauen. Also wir können mit der Übertragungsfunktion das U2 Omega ausrechnen aus ZC geteilt durch ZC plus R und das Ganze noch mal das U1 von Omega. Und ich habe überall diese Punkte dahin geschrieben, weil das ist ja auch wieder ein Vektor, das ist ein Vektor. Ich glaube, uns wird gleich noch eine Sache auf die Füße fallen, das werden wir gleich mal sehen. So, und ich meine, jetzt können wir im Prinzip dieses U2 von Omega nehmen, ja, und können das mit dieser Inf, jetzt mache ich das mal einfach groß, Funktion da oben brauche ich ja nicht mehr, jetzt habe ich hier eine Inf-Fourier-Funktion, die macht mir das Ganze wieder rückgängig. Also in diese Inf-Fourier-Funktion kann ich jetzt das U2 von Omega einsetzen und die Frequenzen, die ich vorher mal ausgerechnet habe. Und jetzt kriege ich einen neuen Zeitvektor raus, den nenne ich auf jeden Fall mal T2 und ich kriege ein U2 von T raus. So, und eigentlich sollte das jetzt schon funktionieren. Jetzt mache ich mal ein drittes Diagramm auf oder vielleicht plotte ich das wieder in das erste rein. Also U von T und T2 und U2 von T. Ja. Und jetzt bräuchten wir eigentlich noch eine Legende, die uns das erklärt, aber sollte eigentlich so passen. So, und jetzt machen wir mal Feuer frei. So, und dann sehen wir, also der hat am Anfang unseren Puls geplottet. Jetzt hat er hier uns dieses Spektrum geplottet. Und tja, in dem Figure 1 kommt jetzt trotzdem wieder nur der Puls raus. So richtig gut funktioniert das noch nicht. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist, wir können mal unsere Figure 2 hier nochmal ein Stück verschieben hinter diese Transferfunktion und können mal vielleicht noch, ja nee, ich mache das jetzt so, ich mache mal hier U2 von Omega. Ne? So. Vielleicht stelle ich auch fest. Hätten wir auch hier einfach das UF nehmen sollen.
Ja, ich glaube ja. Okay. So, also nochmal geschaut. Ja. Also hier ist jetzt unser Eingangsspektrum und unser Ausgangsspektrum. Bei dem Ausgangsspektrum sieht man schon so ein bisschen das, was sollte eigentlich EMV-mäßig die Funktion dieser Schaltung sein? Tiefpassfilter. Sieht man das hier? Geht so, ja. Also tiefe Frequenzen gehen durch, höhere Frequenzen werden irgendwie bedämpft. Sieht man in so einem normalen Plot immer blöd. Deswegen mache ich den mal weg und mache mal da ein Log-Log draus. Und der Log-Log wird jetzt auch nicht sonderlich gut aussehen, weil wir ja so Nullstellen in der Funktion drin haben. Aber der sieht so aus. Da sieht man, okay, tiefe Frequenzen gehen durch. Das Spektrum hat sowieso schon einen Abfall von irgendwie 20 dB pro Dekade und durch den Filter kriegen wir jetzt 40 dB pro Dekade. Ja, aber das ist Eingangsspektrum, das ist Ausgangsspektrum. Zeigt sehr schön, was dieser Tiefpassfilter eben macht. So, naja, und wenn ich das jetzt nochmal ausführe und jetzt mal in Figure 2 reingucke, in Figure 1 wieder, ist da trotzdem immer nur noch das Eingangsspektrum, der Eingangspuls zu sehen, nicht der Ausgangspuls. Woran liegt das jetzt? Kommen auch ein Haufen Fehlermeldungen. Hier haben wir mal eher was mit dem Log-Log-Plot zu tun. Also wenn ich jetzt mal in das U2 von T reinschaue, dumm, steht da einfach überall Not in Number drin. So, ist auch wieder so ein Garbage-In-Garbage-Out-Problem. Das Problem ist, wenn ich jetzt mal in das U2 von Omega reinschaue und mir die ersten 10 Werte anschaue, dann ist der erste Wert da auch Not in Number. Und wenn ich mal in das U1 von Omega reinschaue, dann ist da der erste Wert auch Not in Number. Und das war auch schon so, wenn ich in das U-Omega reingeschaut habe, da war auch schon Not in Number. Und woran liegt das? Ja, es liegt an genau diesem 0 durch 0 Problem, was wir vorhin schon hatten. Also ich müsste, vielleicht mache ich das mal eher so, also dass ich sage, hier wir splitten mal diese Verschiebung auf, ne? Also wir rechnen das aus, dann verschieben wir das noch und dazwischen setze ich mal den ersten Wert einfach auf U0 mal Tau, weil Sinus x durch x ergibt ja genau 1. Ja. So, und wenn wir das jetzt so machen, dann funktioniert es dummerweise immer noch nicht. Dann funktioniert es immer noch nicht. Sehr gemein. Ist immer noch alles nur den Hammer. Warum ist das denn? Also hier ist doch jetzt was drin. Ah ja, ich glaube, ich weiß. U1 von Omega passt auch, aber U2 von Omega passt immer noch nicht. Hier ist immer noch Not in Number. Ha, wo kommt das jetzt her? Genau, also bei hier, das Omega ist ja mal irgendwo 0, ja. Und jetzt stellt man fest, jetzt haben wir hier unendlich, unendlich durch unendlich, das ist irgendwie alles blöd. Also vielleicht hätten wir das doch vorhin hier noch einen Moment mehr Zeit investieren sollen und sagen sollen, das ist 1 durch J Omega C, das ist auch 1 durch J Omega C plus R. So, wie kann ich jetzt das versuchen, ein bisschen schöner zu schreiben und aufzulösen? Oh, ja, viel zu kompliziert. Mal J Omega C rechnen, ne? Also das hier weg und das hier mit dazu bringen. So, und dann steht da eben 1 durch 1 plus J Omega R C und dann haben wir dieses, wenn Omega gegen 0 geht, Problem nicht mehr. Ja, also
war das vielleicht eine schlanke Idee, hier ein ZC aufzuschreiben, aber anstatt dieser Übertragungsfunktion mit dem ZC schreibe ich jetzt einfach 1 durch 1 plus J mal Omega mal R mal C. So, und dann sollte das jetzt schlussendlich mal funktionieren und es funktioniert auch. Ja, also hier ist, das ist, was unsere Schaltung im Frequenzbereich macht und das ist, was unsere Schaltung im Zeitbereich macht. So, und da sieht man, dass das jetzt eigentlich auch irgendwie ganz gut funktioniert. Was wir jetzt noch machen müssten, ist natürlich, wir müssten mal ein U2 von T sozusagen exakt ausrechnen mit unserer Lösung. Und das war ja U0 mal 1 minus E hoch minus T durch R durch C. Richtig? So, und das plotten wir jetzt nochmal dazu. Also wir nehmen jetzt das T vom Anfang und dieses U2T exakt. Und machen mal Quellcode ausführen. Und dann sieht man, okay, passt offensichtlich ganz, ganz gut. Ne? Also hier liege ich da exakt auf der Kurve drauf. So, jetzt müsste ich natürlich sagen, diese Kurve hier, die gilt eigentlich nur, also solange wie der Puls an ist, genau wie dieses, was wir hier oben gemacht haben, genau wie das hier. Ja, wenn ich das jetzt nochmal ausführe und den Plot suche, jetzt ist das nicht das, was ich hier erwartet hätte. T minus tau. Ne, warte mal, hier muss ein Punkt mal hin, würde ich so vermuten. Ja, also Puls geht hoch, aber jetzt springt der Puls natürlich instantan runter. Jetzt bräuchten wir auch irgendwie das Ausschalten. Naja, und für das Ausschalten müsste ich mir jetzt eigentlich mal sozusagen den Maximalwert überlegen. Ja, das wäre das, wenn ich diese Funktion nehme und für das t genau tau einsetze, dann habe ich genau den Maximalwert und dann müsste ich noch eine Funktion addieren, die bei dem t minus tau anfängt und die jetzt einfach u2t max mal e hoch minus t durch r durch c macht oder r mal c. Ja, und hier bei dem T, das T müsste sich auch nochmal um Tau verschieben. So, also das ist jetzt irgendwie schon ziemlich viele Schritte in einem. Und eine Klammer fehlt, sagst du, die das Ding wieder zumacht, ja, die E-Funktion zumacht. Sehr gut. So, also machen wir nochmal ausführen, gucken wir, ob das passt. Passt offensichtlich nicht. Plus. Also hier muss nochmal auch ein Punkt mal dazwischen. So, so sieht das ganz gut aus. Ne? Funktion hoch, Funktion runter. Und jetzt ist die Dings-GUI ist jetzt hier nicht so toll. Aber man sieht, also die Kurven liegen hinreichend gut übereinander. Ja, also das passt schon ganz okay. So, und jetzt kann man natürlich mal so ein bisschen mit den Werten spielen. Also wenn ich jetzt mal den Widerstand größer mache, ich mache mal 5 Ohm draus, dann sollte das ja langsamer dauern, das Aufladen. Ja? So, können wir mal ausführen. Jetzt sinkt natürlich die Grenzfrequenz von dem Tiefpass. Jetzt muss ich mal das Ding suchen. So, jetzt sieht das immer noch ganz passabel aus. Jetzt schaffe ich das eben nicht mehr ganz aufzuladen. Ne? So, können wir hier mal reingucken. Übereinstimmung ist aber immer noch hinreichend gut. Jetzt spüren wir mal so ein bisschen weiter rum. Jetzt nehmen wir mal weniger Punkte. Zum Beispiel nehmen wir mal nur 100 Punkte. 100 Zeitpunkte. Ja. So, dann habe ich natürlich hier weniger Frequenzen. Dann wird der Fehler hier irgendwie so ein bisschen größer. Aber das sieht immer noch ganz gut aus. Ne, man sieht schon, dass das jetzt hier so ein bisschen zappelig wird. Man sieht auch interessanterweise, ja, und das ist jetzt genauso ein spannender Effekt,
hier so am Ende des Zeitbereiches, dass das da so anfängt zu zappeln. So, warum fängt das da jetzt an zu zappeln? FFT ist the most misused tool in EMC. Also das ist ein Problem der FFT-Lösung. Ne? Also die gelbe Kurve, man sieht hier die Kurven schwierig, aber die gelbe Kurve, unsere exakte Kurve, unsere E-Funktion-Kurve, unsere im Zeitbereich differenzialgleichungsgelöste Kurve, die ist, die steht wie eine 1, also die steht wie eine 0, aber die andere zappelt da. Nee, also da kommt jetzt einfach das zum Tragen, dass das, was ich vorhin gesagt habe, die FFT nimmt ja an, dass hier hinten der nächste Puls folgt und dass der nächste Puls folgt und dass der nächste Puls folgt. Und deshalb, das ist wieder dieses Gibbsche Schwingen, was wir vorhin gesehen, also was wir letzte Woche gesehen haben, ne? Das schwingt da schon mal so ein bisschen hin und her, weil da jetzt gleich der nächste Puls kommen würde. So, wenn ich jetzt das R mal noch größer mache, ich mache mal aus R 50 Ohm, ja. So, dann sieht man, oh, jetzt kriege ich hier schon so einen super krassen Unterschied zwischen diesen beiden Kurven, weil die Zeit, die ich jetzt habe, gar nicht lang genug ist, dass das hier hinten wieder auf 0 runtergeht. Und deswegen nimmt meine FFT-Lösung einfach an, ja, das muss ja kontinuierlich weitergehen, ja, ich fange schon mit dem Wert an, den ich am Ende hatte. Also der Wert hier und der Wert hier am Ende, der ist auch einfach immer der gleiche. Ja, so, und jetzt kann man noch, wenn ich jetzt mal, was hatten wir für 0,5, wenn ich jetzt mal 50 Milliohm ausprobiere, ja, dann sieht man, da passieren jetzt auch wundersame Dinge, weil das, jetzt sehe ich auch, wie verrückt dieses Gibbsche Schwingen, was wir vorhin hatten. Und das ist so, also, dass unsere Lösung vorhin so gut aussah, ja, auf den ersten Shot, das war jetzt auch wieder so ein bisschen Glück, weil ich einfach schon a priori irgendwie vernünftige Werte für den Widerstand genommen habe. Wenn man jetzt einfach random Werte reinpackt, dann kann das schon sein, dass die FFT-Lösung mal eben krasse Artefakte zeigt, die überhaupt gar nicht, also ne, man könnte ja denken, das schwingt hier wie verrückt. Nee, das schwingt überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur ein Problem der FFT-Lösung. Wenn ich jetzt mehr Zeitpunkte da reinhaue, ne, dann wird das auch besser. Aber so ganz geht dieses Schwingen eben nicht weg, wegen diesem hübschen Phänomen, was wir letzte Woche besprochen haben. Und das ist eben so genau der Punkt, auf den man achten muss und wo man drauf aufpassen muss. Traue keiner Lösung, die eine FFT ausgerechnet hat. Ja, also immer irgendwie gucken, ist das wirklich Teil der Lösung? Ist das vielleicht nur ein Artefakt? Und ruhig mal gern ein bisschen mit den Werten rumspielen und sagen, was passiert denn, wenn ich irgendwas größer mache, wenn ich irgendwas kleiner mache? Was sollte denn mit dem Ergebnis passieren? Entspricht das, was mit dem Ergebnis passiert, meiner Intuition? Ja, das ist das, worauf man irgendwie achten sollte. So, und ansonsten ist natürlich, ja, zusammengefasst, das hier unendlich viel schöner und unendlich viel einfacher und besser als das, was wir hier oben gemacht haben. Ja? Und rein prinzipiell ist das auch erstmal mathematisch vollkommen exakt. Also die Fehler und die Artefakte, die wir jetzt reinbekommen haben, die waren eben rein durch die FFT. Ja, wenn ich mit dem perfekten Spektrum rechnen würde und das wieder perfekt mit sozusagen dieser Formel, die wir hier am Anfang hatten bei der Fourier-Transformation, wenn ich das mit der Gleichung wieder zurücktransformieren würde, wäre das alles total super. Aber dann kommt exakt das Gleiche raus, aber das kriege ich schon nicht hin. Also das wäre schon super schwierig, jetzt unsere, ne, also diese, ich habe jetzt eine Sinus-Omega durch Omega-Funktion, die mit dem anderen da noch multipliziert ist, ne, mit dem, was wir jetzt hier irgendwie hatten, hier auf der zweiten Seite. Und wenn ich das dann in das Integral einsetze, hier drei Omegas, über die ich jetzt irgendwie die Grillmuster, wäre ich ewig nicht fertig. Das kriegt man nicht hin. Ne? So, der Vorteil an der FFT-Geschichte ist jetzt aber, in mein Octave-Skript hier, ja, hier kann ich jetzt ja als Zeitfunktion einsetzen, was ich will. Also ich kann da auch eine Dreieckpulsfolge, ein Taktsignal von einem Computer. Ich könnte jetzt selbst, also kann Octave nicht, aber ich kann in MATLAB eine Wave-Datei einladen und dann Audio reinladen und kann mir sozusagen
anhören, was macht der Tiefpassfilter mit dem Audiosignal. Ja, der lässt die tiefen Frequenzen durch und die hohen Frequenzen schneidet er weg und dann klingt es eben dumpf. Ja, und das ist dann definitiv der riesen Vorteil von der FFT-Geschichte. Also man muss da ein bisschen aufpassen, was man da macht, aber ich kann ansonsten erstmal jedes Signal reinkloppen, was ich will, und da kommt immer was einigermaßen Sinnvolles bei raus.